Ah, da nicht passt, da nicht passt. Da schwebt was, beziehungsweise. Und ein Schema für ein mittleres Medipack. Ist doch was. Austritt Schwerelosigkeit. Isaac. Verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Warnänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Ordnungssignal. Okay, unsere Kollegin hat sich mal eben wieder gemeldet. Wird auch langsam mal Zeit. So, der Ripper kostet 8000, ich habe 7800, das lässt sich ganz leicht ändern. Ich verscherbel ein halbleithausend Gold. Und Harpunenspieße brauche ich auch nicht wirklich. Strahlenmunition auch nicht so wirklich. Und jetzt besorge ich mir meine gute alte Industriekettkreissäge. Der gute alte Ripper. Oh, das Blatt sieht ja um einiges. Das Blatt sieht um einiges schicker aus als in Teil 1. Was hat der Ripper für eine Sekundärfähigkeit? Kann ich das hier? Ich glaube. Ja, drücke leer, um ein Blatt mit hoher Geschwindigkeit abzufeuern. Okay, genau wie in Teil 1. Das heißt, mit Primär, da zersägt man einen Gegner einfach. Und mit Sekundär, da schießt man einfach ein Kreissägenblatt auf ihn drauf. Naja. Knoten habe ich zwei. Soll ich Luft upgraden? Was soll das Luft? Für den Anzug, damit ich im Weltall länger überleben kann. Hier. Damit wird ihre Luft um 20 Sekunden verlängert. Meinst du, ich brauche Luft? Luft ist nur was für Weicher, ja. Richtig, Autoabgase. Weg damit. Ripper. Schadenkapazität oder Min. Sekundärf. Achso, Sekundärfeuer. Dadurch wird der Schaden durch Sekundärfeuer erhöht. Ach, ich spare mir die zwei Knoten mal. Scheiß was drauf. Irgendwo hier war doch noch irgendwas. Nein, wie es aussieht, doch nicht. Oder war hier ein Speicherstand? Ein Shop, eine Bench, eine Speicherstazi... Ach, da! Damit wollte ich sagen, Speicherstation, nicht Speicherstasi. Damit ihr das nicht falsch versteht. Also auch für dich falsch verstehen kann. Naja, ist ja gut. Hab ich was gesagt? Du müsstest mal sehen, wie ich mich manchmal aus Spaß im Unterricht so melde, wenn ich aufgerufen werde bei der... naja, morgendlichen Anwesenheitskontrolle. Ich denk mir jetzt meinen Teil. Ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich mach das so lange, bis mich einer ermahnt und dann, bis jetzt hat's noch keiner gemerkt. Ich mach's seit knapp 2 Monaten so. Wahrscheinlich muss ich mich noch dann an einer Stelle kratzen und dann noch einen bestimmten Wortlaut von mich geben und noch was mit meinen Hacken machen, bevor es einer merkt, aber... Und mal wieder schön durch enge Gänge kriechen. Kriech, 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 kriech. Schade, dass man hier in den Gängen nicht feuern könnte. Und mal wieder runtergekracht. Scheiß Konstruktion, sag ich nur. Ups, falsche Taste. Ich wollte eigentlich die hier. Wieder Licht. Pulsprojektile. Plasmaenergie. Ripperklingen kann ich sehr gut gebrauchen. Plasmaenergie, Geld, Plasmaenergie. Meine Fresse, wo bin ich hier gelandet? Ich will noch mal kurz was zu trinken holen. Sorry, nun wieder da.
Ja, ja. So, mein Co-Kommentator ist mal wieder abwesend. Ups, meine Fresse, ich hab's irgendwie mit der Taste. Hier liegen irgendwelche, beziehungsweise stehen irgendwelche großen Säcke hier rum. Mich eingeschlossen. Hier, warte. Ah, Ripperkling. Nein! Verdammt. Mutter ist auf dem Pulsprojekt hier runtergefallen. Ich kann keinen kölschen Akzent, das bemerkt ihr wahrscheinlich. Na, was liegt da? Was liegt da? Ah, die kleinen Grabbauten wieder. Ach, schön. Hi Kollege, wie geht's dir? Ey, was hebst du denn hier deinen Arm? Runter damit. So, und weiter geht's. Ich habe keinen Bock mehr, Fuß jetzt hochzuheben und zu treten, also schlage ich einfach mal auf die Kisten. Ah, die Stelle. Okay, ich gehe mal weiter. Hör mal auf rumzulegen, was soll das? Ich treffe nicht richtig. Ah, wer kennt die Kleinen noch? Diese kleinen Schreihälse. Ich kann immer schön gemacht. Ja! Als würde er eine Spieluhr aufziehen, ganz ehrlich. Geil. Ah, sehr schön. Ich mag den Ripper. Ich bin gerade out of Medipacks. Der Kollege wieder. In der englischen Version, da hatte ich Medipacks ohne Ende. Wollte ich sagen? Ach ja, in der englischen Version hatte ich Medipacks ohne Ende.
Aber da habe ich auch ehrlich gesagt auf leicht gespielt, um mir das Spiel mal etwas anzugucken. Das mache ich immer so, wenn ich ein Spiel neu habe, dann spiele ich das erst auf leicht und dann stelle ich hinterher den Schwierigkeitsgrad eventuell höher, so um zu gucken, wie das Spiel allgemein ist. Sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Okay, wir fahren Aufzug, wir fahren Aufzug, wir fahren Aufzug, wir fahren Aufzug. Und da ist der Marker, das Symbol der Unit heute. Ganz ehrlich, diese Totenkopf-Symbole erinnern mich ein wenig an Warhammer. Ein Anblick, den wir in Dead Space nur selten haben. Sonne! Nein, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. So behämmert bin ich auch nicht. Ein Energieknoten, ein Schema für einen Detonator, Impulsprojektile und was zum Speichern. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe und deshalb gucke ich mal eben. Ich habe nämlich nicht unendlich Speicherplatz auf meiner Festplatte und dann sage ich mal ciao bis, nee, ich sag dann erst, na was sage ich denn jetzt? Bis eventuell gleich, sonst ciao.